Guten Abend aus dem Europäischen Parlament in Brüssel. Kann es ein Europa à la carte geben? Ein Europa, in dem sich jeder aussuchen kann, wie viel an Zusammenarbeit in welchem Fall wünschenswert erscheint? Diese Frage könnte heute als Generalthema für unsere Sendung gelten. Denn sie spielt eine wichtige Rolle bei zwei heiß diskutierten Problemen der letzten Tage. Wir sprechen heute auch über das geplante transatlantische Freihandelsabkommen und über die großen Vorbehalte, die es dagegen gibt. Im Studio begrüße ich die Europaabgeordnete Evelyn Regner von der SPÖ, Sir Graham Watson, den langjährigen Parteichef der Europäischen Liberalen, Stefan Lehne vom Institut Carnegie Europe und Silke Wettach von der Wirtschaftswoche aus Deutschland. Herzlich willkommen. Das Wörtchen Opt-out hat eine lange Tradition im europäischen Tausch- und Verhandlungsbasar. Es bedeutet Ausnahmen für einzelne Länder, die sich daraufhin nicht an gewisse europäische Regeln halten müssen. Großbritannien hatte schon bisher eine ganze Reihe von solchen Opt-outs. Jetzt sollen neue Ausnahmeregeln dazukommen. Eine immer engere Union der Völker sollte die EU ihrem Gründungsdokument zufolge werden. Seit einer Woche haben es die Briten schriftlich, dass diese Worte für sie nicht gelten sollen. Am 23. Juni stimmen sie über drinnen oder draußen, über Verbleib in oder Ausstieg aus der Europäischen Union ab. Großbritannien kann das Beste aus beiden Welten haben. Wir werden in den Bereichen Europas dabei sein, die uns nützlich sind, aber nicht in denen, die uns schaden. Beim Euro, bei Euro-Hilfsprogrammen, beim grenzenlosen Schengen-Raum und bei einer immer engeren Union werden wir nicht mitmachen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass Großbritannien Europa und Europa Großbritannien braucht. Diese Verbindung zu beenden wäre vollkommen gegen unser aller Interesse. Ich würde gerne eine neue Partnerschaft sehen, mit mehr Fokus auf Handel und Wirtschaft, aber mit deutlich weniger überstaatlichen Elementen. Ich werde mich für einen EU-Austritt Großbritanniens einsetzen, weil ich einen besseren Deal für unser Volk will. For the people of this country. Graham Watson, Sie sind der Brite in der Runde. Können Sie uns einen Einblick geben, wenn David Cameron sagt, wir bekommen jetzt vielleicht das Beste aus beiden Welten? Macht er den Briten da etwas vor? Glauben ihm die Briten, dass das funktionieren könnte? Oder sagen die Briten, naja, mit der EU wollen wir ohnehin nicht mehr so viel zu schaffen haben? Ich bedauere sehr, dass unser Premierminister so negativ wirkt. Aber ich muss erkennen, dass innerhalb seiner eigenen Partei, dass es viele Leute geben, viele meiner Landsleute, die nicht sehr bequem innerhalb der Union sich fühlen und wollen eine Europäische Union, wo die Mitgliedstaaten mehr, man sagt, Freiheit haben. In der Tat wissen wir, dass wir zusammenarbeiten müssen auf die großen Fragen, sonst schaffen wir nichts. Aber in Großbritannien hat es immer diese insulärische Mentalität gegeben. Und wir sind noch nicht in der Lage, das zu überwinden. Und es ist jetzt der Fall, dass der Premierminister ein Angebot hat, mit wem er an seine Partei gehen kann und sagen, jetzt geht das, wir bleiben. Und wenn er das schafft, dann glaube ich, wir können diese Volksabstimmung gewinnen. Aber er hat auch, wie Sie gezeigt haben, auf seine Hände ein großes Problem innerhalb seiner eigenen Partei mit einem Gegner, Boris Johnson. Den Bürgermeister von London. Den Bürgermeister von London, der versucht, Großbritannien auf einen anderen Kurs zu bringen. Und ist das jetzt nur ein Kalkül? Will Boris Johnson einfach nur Premierminister werden und macht er deswegen alles, was sich gegen David Cameron verwenden lässt? Würde er tatsächlich dafür sein, dass die Briten außerhalb der Union? Ich glaube, er tut das aus reinem politischen Kalkül. Und er sieht, dass es eine Möglichkeit gibt, innerhalb dieser Partei die Partei zu zersplitten und versucht, von Cameron den Amt zu nehmen. Frau Regner, wäre Europa ärmer ohne Großbritannien oder sagt man hier vielleicht auch im EU-Parlament ein so widerspenstiges Mitglied, das immer neue Ausnahmen, immer neue Extrawürste haben will, das wollen wir vielleicht irgendwann selbst gar nicht mehr in unserer Runde haben wollen? Also einfach macht Großbritannien das Leben
der Europäischen Union nicht, schon in den ganzen letzten Jahren. Also da wissen alle ein Lied davon zu singen. Allerdings wären wir natürlich um vieles ärmer, wenn die Europäische Union nicht mehr UK, Großbritannien, als Mitglied hätte. Also der Schaden wäre wirtschaftlich, sozial, aber auch sicherheitspolitisch für Großbritannien sehr, sehr groß, aber natürlich für uns auch in der Europäischen Union, die Großbritannien gehört, auch wenn es eine Insel ist, zur Wertegemeinschaft der Europäischen Union, hat so viel beigetragen. Und deshalb wäre es natürlich auch für uns wegen der Ansteckungsgefahr, wenn wir jetzt an Schottland, an Katalonien denken, an Belgien, also natürlich auch Tschechien. Hat sogar in Tschechien der Premierminister gesagt, das könnte auch passieren. Genau, jeder kommt ja auf die Ideen. Und natürlich auch ist es sehr, sehr wichtig, vor Augen zu haben, wir können nur über Kompromisse immer wieder Lösungen erzielen. Und natürlich hat jeder von uns seine nationalen Eigenheiten. Das ist ganz, ganz klar. Und Europa ist ein einziger, langsamer Tanker, der vor sich hinfährt, aber nur durch diese Kompromisse weiterkommt. Und wenn jetzt Tschechien, wenn jetzt Großbritannien, wenn jetzt wer auch immer glaubt, die einzelnen Länder können die Flüchtlingskrise beispielsweise besser lösen, dann ist das natürlich ein absoluter Holzweg. Und insofern ist das jetzt eine rein emotionale Diskussion, die geführt wird, weil jeder, der sich das ein bisschen näher anschaut, weiß natürlich, die negativen Folgen sind nicht nur überwiegend, sondern es gibt praktisch fast nur negative Folgen. Also insofern arbeiten wir natürlich alle daran zu überzeugen, dass Großbritannien in der Europäischen Union bleibt, obwohl, und das darf man natürlich auch nicht verhehlen, ich persönlich schon auch immer wieder Bauchweh habe, denn mein Europa sollte mehr Soziales in den Vordergrund stellen und nicht mehr Freihandel. Also es gibt da schon auch unterschiedliche Konzepte, die da gefahren werden. Frau Wettrich, Sie arbeiten für die Wirtschaftswoche und David Cameron sagt immer wieder, dass Großbritannien in der EU das Land ist, das wirtschaftliche Dynamik über alles stellt, das auf die Weltmärkte hinausgeht, das Europa auch in diesem Sinn beeinflussen will, dass Europa mehr Wirtschaftskraft entfaltet und vielleicht ja, die sozialen Themen nicht so stark in den Vordergrund rückt. Was glauben Sie, hat David Cameron einen Punkt? Würde die EU ohne die Briten wirtschaftlich eventuell erstarren, verknöchern oder ist das alles nur eine Ausrede? Naja, die Briten sind schon wichtig für die Wirtschaft und das ist ja mit einer der wichtigsten Gründe, warum die deutsche Bundeskanzlerin auch so vehement dafür kämpft, dass die Briten in der EU bleiben, weil sie einfach sagt, das sind ihre Verbündeten, wenn es um Wettbewerbsfähigkeit geht. Die Briten sind Freihändler, die Briten kämpfen gegen Bürokratie. Also da gibt es schon eine gewisse Deckungsgleichheit zwischen Berlin und London. Und die ist im Bereich Wirtschaft sicherlich sehr viel stärker als zwischen Berlin und Paris. Die Franzosen sind traditionell Merkantilisten, die kämpfen für einen starken Staat. Das ist nicht das, was sich die Bundeskanzlerin wünscht. Aber man muss trotzdem noch mal zurückgehen. David Cameron spricht sehr viel über Wirtschaft. Letztendlich hat er aber das ganze Thema Brexit aus einem innenpolitischen Problem heraus angefangen. Und deswegen finde ich das etwas verlogen, wenn er sagt, er will die EU jetzt verändern. Das ist nach meinem Empfinden nicht sein Hauptmotiv. Herr Lehne, die Flüchtlingskrise überschattet alles, was in diesen Monaten innerhalb der EU vor sich geht. Könnte es sein, dass, obwohl Großbritannien eigentlich ausgenommen ist von all dem, was Europa in der Flüchtlingskrise macht oder nicht macht, auch da gibt es ja einen dieser berühmten Opt-outs, könnte es sein, dass trotzdem die Stimmung so stark beeinflusst wird, eventuell auch bei den Briten durch die Flüchtlingskrise, dass die Briten irgendwann sagen, mit diesem Europa wollen wir nichts mehr zu tun haben? Das ist meine große Befürchtung. An und für sich vertraue ich auf den Pragmatismus der Briten. Sie mögen die EU nicht besonders, aber die wirtschaftlichen Interessen, die Möglichkeit der Mitbestimmung, das wird schon schwer wiegen. Also die zwei Slogans, die da gegeneinander gestellt werden, Kontrolle zurückgewinnen, das sagen die Befürworter des Brexit. Und die anderen warnen vor dem Sprung ins Ungewisse, jumping into the unknown. Und ich nehme an, dass so ähnlich wie beim schottischen Referendum schließlich der Status quo attraktiver scheinen wird als die großen Risiken und Probleme, die mit dem Austritt verbunden werden. Der
Rückgang des Pfunds in den letzten Tagen hat schon stark signalisiert, dass die wirtschaftlichen Konsequenzen für die Investitionen, für den Handel sehr negative sein würden. Aber die große Gefahr besteht eben darin, dass die EU in einer sehr schlechten Verfassung ist. Sie bietet kein attraktives Bild. Und wenn sich die Flüchtlingsfrage noch verstärkt, wenn die EU daran sozusagen scheitert in den nächsten Monaten, wenn möglicherweise die griechische Euro-Problematik wieder aktuell wird, was gut möglich ist im nächsten Sommer. Vor diesem Hintergrund kann ich mir vorstellen, dass die Briten schließlich dann doch mit einer knappen Mehrheit für den Austritt stimmen könnten. Es hatte schon einmal eine Abstimmung über Verbleib in oder Austritt aus der Europäischen Union gegeben in Großbritannien. Lustigerweise ein Jahr, nachdem Großbritannien der EU beigetreten ist. Sir Graham, können Sie kurz für uns vergleichen, die damalige Situation, lässt sich das überhaupt vergleichen, die Lage, in der Großbritannien und Europa 1975 war? Ein Vergleich ist schwierig. Es stimmt, dass zu der Zeit 1975 gab es mehr oder weniger ein Drittel, die in den EU bleiben wollten. Ein Drittel, die für einen Austritt waren und ein Drittel zu gewinnen. Diesmal sieht es überflächlich auch so aus. Das Problem ist, dass dieser Drittel in der Mitte jetzt viel, viel schwieriger sind als zu der Zeit. Zum einen, weil wir seitdem fast 40 Jahren von antieuropäischer Propaganda gehabt haben. Vielen Dank. Ein Thema haben wir noch. Internationale Handelsverträge gelten als trockene Materie. Daher hat man das Aushandeln solcher Verträge früher meist an Expertenrunden delegiert und öffentlich gab es wenig Aufsehen. Aber beim geplanten transatlantischen Abkommen zwischen der EU und den USA, hier in Brüssel kurz TTIP genannt, ist alles anders. Hart prallen auch in der politischen Arena die Meinungen darüber aufeinander. Und als jüngst hier in Brüssel wieder die TTIP-Expertenrunde ihre Gespräche aufnehmen wollte, da blockierten Greenpeace-Aktivisten die Eingangstür. Noch nie zuvor hat es transparentere TTIP-Verhandlungen gegeben. Alle Vorschläge der EU sind online und in den EU-Ländern werden in den Ministerien Leseräume eingerichtet, wo die Abgeordneten, also auch die österreichischen Parlamentarier, die Texte anschauen können. Österreich hat zum Glück hohe Standards im Bereich der Lebensmittel, der Umwelt, aber auch im Sozialbereich und Arbeitsrecht. Und wenn es ein Freihandelsabkommen gibt, dann wollen wir, dass das auch sichergestellt wird. Hier geht es nicht um Handel, sondern um die Interessen großer Unternehmen. Was Sie Handelsbarrieren nennen, sind die Schutzmechanismen, die verhindern, dass unsere Luft und Nahrung vergiftet werden. Frau Wettach, die EU hat mehr als 100 Handelsverträge abgeschlossen im Laufe ihrer Geschichte, internationale Bündnisse. Auch alle EU-Staaten haben solche Verträge. Selten hat es einmal wirklich große Aufregung darüber gegeben. Warum gerade jetzt, warum bei diesem Abkommen mit den USA ist es tatsächlich so gefährlich, steckt darin so viel Potenzial, so viel Fallstricke oder ist das auch etwas Gefühlsmäßiges, was da mitschwingt? Also bei TTIP selbst würde ich mal sagen, ist ein Faktor wie die NSA-Affäre zum Beispiel ein unglaublich wichtiges Moment gewesen, weil die Leute einfach das Gefühl haben, Amerika nimmt das Thema Datenschutz nicht ernst und was sind dann noch Versprechen aus Amerika überhaupt wert. Ich denke auch, dass es generell einen latenten Anti-Amerikanismus in Europa gibt, der durch diese Affäre einfach wieder sehr stark ausgebrochen ist. Es gibt bestimmte NGOs, die Anti-Globalisierung predigen und einfach mal wieder einen Aufhänger gefunden hatten. Es gab ja früher schon bei Freihandelsrunden im Rahmen der Welthandelsorganisation in Seattle gab es ja auch große Schlachten, aber das war damals immer sehr, sehr punktuell. Und jetzt hat man einfach ein paar Schlagwörter. Es geht um Chlorhühnchen, mit denen man Leuten Angst machen kann, ohne wirklich sich die Quintessenz anzuschauen. Der Unterschied zwischen diesem Abkommen und vorherigen Abkommen ist, dass es diesmal viel mehr um Regulierung geht. Früher ging es darum, Zölle zu senken. Und da fühlten sich die Verbraucher einfach nicht so furchtbar betroffen. In dem Moment, wo ich aber Regulierung angleiche, gehe ich natürlich an den Verbraucherschutz auch ran und muss schauen, was passt da vielleicht nicht.
Es ist aber völlig übertrieben zu sagen, es werden jetzt hier einfach Verbraucherschutzstandards gesenkt. Wir haben gesehen, die Umweltschutzstandards in Amerika sind strenger, weil die VW-Affäre kam in Amerika raus. Also zu sagen, die Amerikaner haben einfach überall nur niedrige Standards, stimmt nicht. Frau Regner, ich nehme an, Sie sehen das um einiges kritischer und halten TTIP schon für eine potenzielle Gefahr? Also, wir haben ja die Europäische Union demokratisch legitimiert mit Abgeordneten im Europäischen Parlament, mit Institutionen, die demokratisch legitimiert sind, die eben das Thema Regulierung anpacken, das, was Sie angesprochen haben. Und das, was so viele Menschen empfinden, nicht nur in Europa, auch in den USA und in jenen Ländern, in denen eben solche Verhandlungen dann letztlich stattfinden, ist, dass da Dinge passieren, die an ihnen vorbeilaufen. Und das ist das große Problem. Es werden rechtliche Parallelwelten ausverhandelt, die dann nur gerade zum Schluss von einem Parlament abgestimmt werden können, ja oder nein. Und das löst so viel Unbehagen aus. Wenn auf einmal eben Standards, Umwelt-, Arbeitsrechtsstandards und so viele andere Standards Gegenstand der Verhandlungen sein können. Und dieses Unbehagen ist letztlich auch wirklich berechtigt, denn wenn wir dann nur einige Kernpunkte rausgreifen, wie insbesondere die Gerichtsbarkeit jetzt, seien es jetzt Schiedsgerichte oder ein internationaler Schiedsgerichtshof oder wohin immer es auch sich entwickelt, dann sehen wir, da entstehen eben diese Parallelwelten. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in Demokratien auch viel stärker demokratisch kontrolliert solche Verhandlungen letztlich führen sollen. Und selbst wenn jetzt die Kommissarin Malmström natürlich richtigerweise sagt, so viel Transparenz hat es noch nie gegeben, ist es noch nicht ausreichend, denn die Instrumente, die da zur Verfügung stehen, sind letztlich doch solche. Also ich denke an das Thema regulatorische Zusammenarbeit, also lauter so Überbegriffe, die im Endeffekt nichts anderes bedeuten, dass praktisch parallel zu dem, was es schon gibt in vielen Bereichen, also Stichwort Europäische Union, Europäisches Parlament mit all den Ausschüssen, auf einmal etwas noch zusätzlich gibt. Und insofern ist das, was bisher da ist, ganz einfach beunruhigend. Sir Graham, Großbritannien steht, sagt man immer, mit einem Fuß über dem Atlantik oder blickt mit einem Auge in Richtung USA. Die großen Vorbehalte, die es in Mitteleuropa gegen dieses Handelsabkommen gibt, wie sieht man die in Großbritannien? Ich hoffe, wir werden es schaffen, einen TTIP mit den Vereinigten Staaten zu machen. Wir müssen es nicht vergessen, wie wichtig Handel ist, um Arbeitsplätze zu schaffen, um Wirtschaftswachstum. Wenn es uns möglich wäre, einen Binnenmarkt zwischen Europa und Nordamerika zu machen, wäre das riesengroß als Möglichkeiten, als Gelegenheiten für Europäer. Natürlich gibt es einen Verdacht gegen alles Globalisierung, wie Sie sagen, Evelyn. Aber man muss nicht den Grünen diese Argument lassen. Wir können es uns nicht erlauben, solche Möglichkeiten nicht zu nehmen. Nun neigt sich ja die Amtszeit von Präsident Obama schon dem Ende zu und kein Mensch weiß, ob Nachfolger oder Nachfolgerin in den USA dann tatsächlich diesem transatlantischen Freihandel auch diese Bedeutung beimessen. Der transpazifische Handel mit Asien nimmt ja für die USA schon eine viel größere, viel wichtigere Stellung ein. Verhandelt man jetzt eigentlich für nichts, wenn gar nicht sichergestellt ist, dass das überhaupt noch rechtzeitig über die Bühne gehen kann? Im Grunde genommen ist die Vorstellung in Europa, dass da der amerikanische Turbokapitalismus über die europäischen Standards drüber rollt, das ist massiv überzeichnet und übersieht vor allem, dass die Initiative, der Wunsch dafür ja aus Europa gekommen ist. Die Amerikaner haben dem Abkommen mit den pazifischen Staaten Vorrang eingeräumt. Und das war kein Zufall, weil dort spielt die Musik, dort ist die wirtschaftliche Dynamik. Und wenn Europa sich von der Entwicklung nicht völlig abkoppeln will, wenn es auch vom Handelswachstum profitieren will, dann ist dieser TTIP-Weg ein sehr vielversprechender. Es ist richtig, es ist aus heutiger Sicht unwahrscheinlich, dass dieses Abkommen noch in der Amtszeit Obamas zu Ende gebracht wird. Und dann wird es abhängen, die Ankündigungen von Trump, dass er im Grunde genommen in eine sehr protektionistische Politik übergehen wird, wo er sozusagen eine Mauern baut und Zölle erhebt und die anderen Staaten bestraft. Dann ist es aus mit dem Traum. Aber bei Frau Clinton, auch sie gibt sich mehr
protektionistisch heute als in der Vergangenheit. Ich nehme an, dass wenn sie gewählt wird, wird sie auch zu einer eigentlich handelsfreundlichen Politik übergehen. Wenn es das Abkommen nicht gibt, Frau Wettach, und mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort, gibt es dann wirklich enorme Nachteile für Europa? Naja, es geht halt weiter so wie bisher. Bisher gibt es ja auch nicht. Das andere, wir reden ja über potenzielle Gewinne und die treten halt dann nicht ein.